Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück bei Big Frank Gaming und dem Nintendo Spielestudio. Ja, ich will euch natürlich meine Entwicklung zeigen. Wir haben in der letzten Folge die wilde Jagd abgeschlossen. Und ja, wir haben jetzt natürlich noch den Kontrollpunkt zu spielen. Da hätte ich auch dran denken können, das hätten wir in der Folge auch machen können noch. Naja, egal, wir werden jetzt nochmal kurz rekapitulieren, was wir in der letzten Folge gemacht haben. Dazu müssen wir 5 Schritte nochmal durchgehen. Das ist vielleicht auch für euch interessant, ja. Kontrollpunkt 1.1, das Männchen mit dem Stick bewegen. Wir fassen noch einmal zusammen, wie das Ganze läuft. So. Das ist falsch. Das linke, das Stick Knotix ist mit vor zurück verbunden. Das ist natürlich Unsinn. Das muss mit links rechts verbunden werden. Nur dann können wir den Apfel einsammeln. So, zur Erklärung für alle, die jetzt die erste Folge nicht gesehen haben und jetzt erst einschalten. Alles im Blick mit dem Spielbildschirm Knotix. Wir haben beim Nintendo Spielestudio sogenannte Knotixe. Ja, das sind... Moment. Das sind diese Dinger hier. Ein Männchen-Knotix, ein Stick-Knotix, ein Knopf-Knotix, ein Objekt-Knotix. Ja, dieser Quader ist das, worauf wir stehen. Das Männchen ist das, was wir bewegen. Und das sind Eingabe-Knotixe. Ja, mit dem Knopf B springen wir, weil das ist hier mit, ich gehe mal näher ran, mit Springen verbunden. Und mit dem Links-Rechts laufen wir links-rechts. Ja, das aktuelle Problem ist der Spielbildschirm. Ja, der sieht momentan nicht gut aus. Der muss natürlich so bewegt werden, dass wir unser Mannequin auch sehen und springen können und den Apfel einsammeln können. Weil das ist das Ziel dieser Rätselherausforderung, sag ich mal so. Für uns Erwachsene, die sich das angucken, ist das Ganze natürlich irgendwo Kinderkram. Ja. Wir haben es ja schon geschnallt, aber... Für Kiddies oder so wird es natürlich schwieriger. So, wir haben hier das Problem. Wir haben 3 Quaderobjekte. Das Männchen und den Stick links rechts. Springen können wir nicht. Darum bin ich auch gerade runtergefallen. In den Eigenschaften des Quaders steht drin zerstörbar, beweglich, zerstörerisch. Das müssen wir natürlich alles wegmachen, weil wir wollen nicht, dass der unser Männchen zerstört. Wir wollen auch nicht, dass der zerstörbar ist. Und wir wollen auch nicht, dass der beweglich ist. Weil wenn er beweglich ist, passiert das, was wir gerade gesehen haben. Er fällt runter. So können wir einfach drüber laufen. Apfel einsammeln. Fertig. Das ist so ein bisschen Lernfortschritte überprüfen in der ganzen Geschichte. Unsichtbare Objekte. Hä? Pluff, da gehen wir kaputt. So, was ist das Problem? Das Männchen ist zerstörbar. Das können wir hier aber nicht ändern. Das ist natürlich blöde. Das ist auch blöde. Das können wir nämlich auch nicht ändern. Warum kann ich das denn nicht ändern? Was ist das für ein Knotix? Objekt Quader. Das kann ich aber ändern. Sichtbar. Okay, soll es das schon gewesen sein? Nein, das ist es nämlich nicht gewesen. Also, wenn ich den auf zerstörerisch und beweglich setze, müsste er eigentlich runterfallen und den anderen Block zerstören. Tut er aber nicht. Okay, verstehe ich jetzt gerade nicht. Sichtbar ja, zerstörerisch, beweglich. Andere hier können wir nichts ändern. Vielleicht sollten wir den auch auf zerstörbar setzen. Dass sie sich gegenseitig zerstören. Warum fällt er denn da drunter durch? Das verstehe ich jetzt gerade nicht. Ich kann ja nur diesen einen hier verändern, oder nicht? Okay.
Jetzt habe ich aber schon ein Fragezeichen. Okay, dann gucken wir doch einfach mal, was hier das Rätsels Lösung ist. Das müssten wir doch eigentlich. Hier gab es noch eine Erklärfunktion für. Ach, ich habe den nicht auf festgestellt. Es muss natürlich ein fester Körper sein, damit die sich gegenseitig zerstören. Logisch. Die Option hatte ich übersehen. Alles klar, gut. Haben wir das auch geschafft. Seht ihr, das sind die Sachen, warum ich erstmal ein Let's Play dazu mache. Objekt einsetzen, Knotix. Das klappt natürlich gar nicht. So, dann müssen wir das Objekt einsetzen, Knotix, verändern auf ein Einsetzintervall von, oh, sagen wir 20 Sekunden, dann passiert auch nichts. Jetzt irgendwann kommt da ein Apfel hochgeschossen. Alles gut. Wir haben natürlich den Kontrollpunkt 1 gelöst. Ja, ich habe einiges über Knotixe gelernt. Gut. Das ist wie im klassischen Programmieren auch. Diese Knoten, diese Knotixe hier sind Programmknoten beziehungsweise, ach, wie nennt man das nochmal im klassischen Programmieren? Objekte. Ja, das ist jetzt natürlich die Frage, ne? Geht das überhaupt mit dem normalen Controller? Ich habe hier schon einen Nintendo Switch Donkey Kong Controller. Der ist aber, glaube ich, nicht von Nintendo Original. Der ist von Power A. Okay. Hoffen wir, dass es klappt. Ansonsten muss ich dann doch versuchen, ob ich die Joy-Cons nehmen kann. Das Spiel heißt Kullerkugel. Am besten spielt man das Spiel im Handheld, würde ich sagen. Sieh dir das folgende Video an und stell dir dabei vor, dass du von oben in eine Schachtel mit einer Kugel blickst. Hab ich schon soweit verstanden. Ich weiß, was wir möchten. Nur wie kommen wir dahin? In erster Linie geht es darum, dass du den Controller neigst, wie man eine Schachtel mit einer Kugel darin neigen würde. Wie du sicher schon erraten hast, bedeutet das, dass wir die Vogelperspektive brauchen. Also auf den Programmierbildschirm zur Vogelperspektive wechseln. Wir sollten einen Apfel setzen. Dafür brauchen wir ein komplexes Objekt. Rund Apfel. Okay, warum der Apfel jetzt unbedingt ein komplexes Objekt ist, verstehe ich gerade nicht, aber okay. Ja, super. Ja, wir stehen vor dem Apfel. Wir müssen jetzt den Spielbildschirm wechseln in die Vogelperspektive. Dazu einfach die Schaltfläche da oben ändern. Das Grün steht also für die Vogelperspektive. Okay. Mal sehen, ob wir wirklich 50 Minuten dafür brauchen. Jetzt müssen wir natürlich festlegen, wie groß der Spielbildschirm werden soll. Klar, dafür haben wir die Spielbildschirmkamera. Spielbildschirm. Alles gut, den müssen wir noch vergrößern. Tatsächlich hätten wir den gerne größer. Verstehe. Jetzt werden wir aus Objekten Wände bauen. Einfaches Objekt, Quader. Den verschieben wir nach da oben. Ach. Warum muss er das mittig vergrößern? Warum kann er nicht ganz normal größer ziehbar sein? Die Einstellungen der Wand passen wir an. Sichtbar und fest. Der Rest ist natürlich Unsinn. Die Farbe ändern wir auf Rot. Tippitoppi. Drei mehr Wände bauen.
Eine hier hin. Und noch einmal kopieren. Und wieder kopieren. Und mitnehmen auf die rechte Seite. Gut, das hatten wir im ersten Tutorial auch schon gelernt. Relativ simpel. Sieht nicht schön aus, aber ist existent. Schritt 1 ist abgeschlossen. So, und ich trinke gerade einen Schluck. Ich habe nämlich wieder Kratzen im Hals. Ich bin immer noch erkältet. Beziehungsweise habe immer noch starken Husten von meiner Corona-Impfung. Sorry Leute, das wird auch scheinbar noch nicht weggehen so schnell. Der Blickpunkt und die Spieldimension. Wunderbar. Willkommen bei Schritt 2. Wir haben in die Vogelperspektive gewechselt und Wände gebaut. Jetzt wird's richtig aufregend. Naja, das wage ich noch anzuzweifeln. So, wir brauchen natürlich eine Spielkugel. Wir benötigen eine Kugel. Also erstellen wir ein besonderes Objekt. Bewegbares Objekt. Kugel. Okay, einige Begriffsdefinitionen muss ich hier natürlich noch lernen. Die Kugel wird kleiner gemacht. Die ist natürlich nicht zerstörbar. Die Farbe ändern wir auf blau. Warum die Y-Position auf 0,3 Meter festlegen? Verstehe ich jetzt gerade nicht. Egal. Oder so steht da. Dann neige mal den Controller, damit die Kugel rollt. Ja, und da passiert natürlich überhaupt gar nichts. Das heißt, ich muss tatsächlich die Joy-Cons abmachen. Und hoffen, dass die Bewegungssteuerung auch mit den Joy-Cons funktioniert. Ja, jetzt habe ich die Switch rausgezogen. Ich habe es mir fast gedacht. Na gut, ihr werdet mir vergeben. Ich stecke die Switch gerade wieder rein, dann kriegen wir auch wieder ein Bild. Ich habe mir ja fast gedacht, ne? So, die Joy-Cons sind verbunden, aber das Bild, doch, da ist es. Das war wohl nichts. Boah. Du weißt auch, warum sich da noch nichts tut. Und das alles dafür, dass sich nichts tut. Na gut, habe ich mich wieder flachsen lassen. Natürlich, wir haben ja noch kein Steuerungsknotix erstellt. Ganz klar. Wenn geneigt, automatisch. Okay. Wenn geneigt, automatisch. Mhm. Ist er wieder nicht damit einverstanden, wo das hin soll? Der Bereich sollte zwischen 0 und 0,15 liegen. Okay. Im Rotationswinkelmodus sendet dieses Knotix einen Ausgabewert. Ah, ich habe den Joy-Con in der Hand. Wir sehen gerade hier. Aber... Ja, das ist aber für die Steuerung echt nicht so cool gerade. Aber okay. Als nächstes sollten wir den X-Port anschließen. Das ist für die X-Bewegung links-rechts. Das ist aber noch sehr, sehr schnell. Ich habe den Joy-Con jetzt nur in der Hand. Gerade ist er doch sogar gehüpft.
Ja, nach vorne und hinten wird sich natürlich nichts tun, haben wir auch noch nicht programmiert. Das verstehe ich schon. Kopiere es. Erstmal wegstellen. Hört auf, miteinander zu diskutieren. Ihr sollt programmieren, nicht diskutieren. Eine Neigung nach vorne oder hinten bedeutet eine Drehung der X-Achse. X-Achse. Aber wir könnten auch tatsächlich die Y-Achse noch belegen. Auf den Z-Port. Warum Z-Port? Weil Z in diesem Level jetzt in die Richtung geht. Ja, es geht nur noch viel zu schnell. Das habe ich auf jeden Fall verstanden. Ganz gut. Ja, in 2 Schritten abgeschlossen. Alles gut. Das haben wir geschnallt. Naja, ob das unbedingt ein neuer Spielstil ist, ist natürlich eine andere Frage. Aber egal. Verbesserungen am Level. Das liegt daran, dass die sich jetzt bewegt, liegt daran, dass der Joy-Con nicht gerade liegt. So, jetzt liegt er gerade. Jetzt sollte eigentlich nichts mehr passieren. Boah, ganz hundertprozentig gerade liegt er scheinbar doch nicht. Versuch sie mit dem Apfel zusammenstoßen zu lassen. Feigst dem Kernobst mal richtig. Okay, da geht's jetzt richtig Wumms. Na gut, da passiert natürlich noch nicht viel mehr. Wir brauchen erst einmal ein paar Wände für einen richtigen Parcours. Klar. Dann kopieren wir die Wand, setzen sie darüber, kopieren sie noch einmal und setzen sie mittig, müssen wir wieder vergrößern. So. Unsere Wände stehen da, wo wir sie wollten. Der Apfel ist zwar von einer Wand verdeckt, aber das lassen wir erstmal so. Versuchen wir die Kugel in die untere Ecke zu rollen. Natürlich, das geht ganz einfach. Den Apfel ziehen wir einfach raus und vergrößern ihn, okay. Naja. Red nett. So, er soll natürlich aufgesammelt werden. Das heißt, die Kugel wird gleich zerstörerisch gemacht und der wird zerstörbar gemacht. In den Eigenschaften sollten nur sichtbar, fest und zerstörbar. Ah, nicht beweglich. Okay. Wenn zerstörbar aktiviert ist, bedeutet das, dass der Apfel zerstört wird, sobald die Kugel den Apfel berührt. Aber das geht nur, wenn die Kugel auf zerstörerisch steht. Nee, keine Zauberei. So, wir kopieren den Apfel ein paar Mal. Ganz klar, habe ich verstanden. Wir wollen ja mehrere Äpfel haben zum Einsammeln. Noch eine? Okay. 5 Äpfel, sammeln Sie ein. Die Steuerung ist mir ein bisschen zu empfindlich hier. Was war das?
Der Vorhang fällt für Schritt 3. Gut, bis hierhin kein allzu großes Problem. So, am nächsten wollen wir uns mal darauf konzentrieren, wie viele Äpfel bereits aufgesammelt worden sind und wollen das zählen. Und ich muss wieder meinen Hals befeuchten. So. Wir brauchen Apfelzählen. Ein Zählerknotix. Ein Zähler. Ja, ja, alles gut. Wenn das Zählerknotix etwas zählt, braucht es ein Signal. Also brauchen wir ein Überprüfen, Eingabe, wo war das? Statusänderung bei Objektzerstörung, genau. Einstellungen. Hier sollte nun der Apfel aktiviert sein, gut. Das ist aber schon, dass hier nur so wenige Sachen sind, macht mich schon etwas skeptisch. So, damit wir die Zahl sehen, brauchen wir noch ein Zahlobjekt-Knotix. Ein Zahlobjekt wie Leben, Punkte. Das müssen wir natürlich verkleinern. Na, ihr solltet natürlich nur sichtbar aktiviert sein. Und die Farbe ändern wir in Rot. Warum in Rot? Achso, Hintergrundfarbe wahrscheinlich. Vorkommastellen, eine. Außerdem sollten wir die Position auf, sagen wir, 0,6 Meter stellen. Okay, damit das auf jeden Fall über den Blöcken schwebt. Dann den Zähler mit der Zahl verbinden. Eigentlich recht simpel. Und los. Ja, es muss aber noch ausgerichtet werden, wa? Ja, ja. Da habe ich mir doch gedacht, die Orientierung muss verändert werden. Textanzeige Z- müssen wir ändern in Y+. Denkt daran, bei Y geht es darum, etwas hoch und runter zu bewegen. Ja. Das ist okay, das habe ich auch verstanden. Schritt 4 ist erledigt, wir können uns auf die Schulter klopfen. Naja, heute ist Zähltag. Im nächsten Schritt wollen wir dann feststellen, wann alle Äpfel eingesammelt sind. Okay, damit wir ein Ergebnis kriegen. Im Moment wird auf dem Spielbildschirm angezeigt, wie viele Äpfel wir bereits aufgesammelt haben. Eigentlich möchten wir wissen, wie viele Äpfel noch aufgesammelt werden müssen, um das in Ordnung zu bringen. Unser Ziel ist also klar, wenn es keine Äpfel mehr zusammen gibt, gewinnt man. Überlegt mal, insgesamt gibt es 5 Äpfel, die aufgesammelt werden sollen, also wissen wir, wie viele Äpfel noch übrig sind, indem wir die Zahl der bereits aufgesammelten Äpfel von 5 abziehen. Mitte. Berechnen.
minus. Also haben wir einen Rechenknotix. Das ist gut. So, wir haben zwei Eingabe- und einen Ausgabeport. Damit könnten wir zwei verschiedene Zahlen eingeben, um die erste von der zweiten abzuziehen. Oder umgekehrt. Verbinde das Zählerknotix mit dem Eingabeport. 2. Dieser Wert gibt die Zahl der Äpfel an, die bereits aufgesammelt wurden. Bitte um die Eingabe an meinem Eingabeport 1. Wir sollen die Gesamtzahl der Äpfel mit dem Eingabeport 1 verbinden. Wir brauchen also ein Knotix, das konstant die Zahl 5 ausgibt. Für feststehende Zahlen wie diese eignet sich niemand besser als das Konstantknotix. Oh, ich freue mich schon darauf, komplexe Spiele zu sehen, die mit diesem System programmiert wurden, die total chaotisch aussehen. Fünf. Okay. Fünf, eine vorzügliche Primzahl. Jetzt sollten wir das noch Knotix verbinden, dass wir die Eingabe unserer... Ja. Und auf die Zahl. Auf diese Weise schalten wir das Berechnen Knotix zwischen zwei andere Knotixe und lassen quasi in die Mitte jetzt gerade die Berechnung vornehmen. Ja, genau. So, er zählt und er gibt aus. 3, 2, 1, 0. Fertig. So, jetzt geht's zu dem Teil, wo wir gewinnen. Um herauszufinden, ob ein Spieler 5 Äpfel aufgesammelt hat oder nicht, brauchen wir ein Knotix, das uns hilft, die Dinge zu vergleichen. Ein Gleichknotix. Eigentlich recht simpel. So, dafür nehmen wir das Vergleichsknotix. Konstantknotix mit Eingabe 1. Und Zählerknoten mit Eingabe 2. So, das Vergleichsknotix zählt jetzt positiv, nicht negativ. Und da seht ihr jetzt auch schon das Erste, was ich ein bisschen kritisiere, dass hier zu viel Chaos herrschen wird in den Verbindungen. So, das heißt, wir brauchen jetzt ein Effektknotix. Um eine Konfettikanone auszulösen. Die wird dann ausgelöst, wenn wir das Spiel geschafft haben. Verbinde nun das Vergleichenknotix mit dem Effektknotix. Das heißt, ist das Ergebnis gleich, knallt's. Jetzt hätte ich aber gerne noch eine Nicht-Gleich-Möglichkeit. So, sammle die Äpfel auf. Puff. Irgendwie fehlt noch... Die Konfettikanone alleine reicht nicht aus. Ein Soundeffekt. Gehen wir der Versuchung nach, etwas Lärm zu spielen. Und fügen ein SFX. Ein Soundeffekt. Knotix hinzu. Denk nicht mal dran, eine Party ohne mich zu veranstalten. Stimm. Yeah. Dann müssen wir das natürlich auch noch mit dem Vergleichen verbinden, ja. Nein, mit dem Abspielen-Port, okay. Und nochmal üben. Bumm. Ja, mit dem losen Joy-Con in der Hand ist das gar nicht so einfach zu steuern.
Ja, Schritt 5 hat dir gefallen. Es wird auf jeden Fall komplexer, wie ihr seht. So, wir gucken uns nun Dinge an, durch die sich das Spiel einfacher spielen lässt. Das hocheffiziente Berechnen Knotix. Braucht man nicht erklärt zu bekommen, ne? Vorletzter Schritt. Müssen wir jetzt wieder erstmal das ganze Spiel spielen? Nein, müssen wir nicht. So, wir wollen jetzt wissen, wann wir gewonnen haben und dem Spiel das auch mitteilen. Das heißt, wir fügen besonderes Objekt, Textobjekt ein. Die Magie der Texte. Wir schreiben einen hilfreichen Text, okay? Ändern. Was wolltest du jetzt von mir? Jetzt habe ich zu schnell weggedrückt. Glaube, sammle Äpfel sollte da stehen. Mal einzusammeln der Äpfel. Weiß nicht, ob das jetzt richtig war. Sammle alle Äpfel ein. Ja. Jetzt hier noch ein paar Einstellungen. Das darf natürlich nicht beweglich, nicht zerstörerisch sein. Und die Farbe rot. Warum rot? Textfarbe schwarz auf weiß. Und das wieder auf Y plus stellen. Und auf 60 cm. So, jetzt sollen wir natürlich noch hier vorschreiben, wie viele Äpfel noch da sind. Okay. Ö mit B zurück. Und hier noch hinschreiben. Habe ich. Sieht alles gut aus. Und jetzt starten wir das Spiel wieder neu, wenn wir alles eingesammelt haben. Das heißt, wir brauchen wieder dieses nochmal Knotix. Einmal das Timer-Knotix. Einstellung Timer auf 2 Sekunden. Vergleichen mit dem Timer. Und dann nochmal. Das heißt, hier haben wir ja bei diesem Knotix das Spiel beendet, ja, wenn die Äpfel alle eingesammelt sind. Und das sind die Sachen, die dann ablaufen danach. Sammle alle Äpfel ein, um das Spiel zu gewinnen. Und dann startet es neu. Hier könnten wir dann natürlich auch einfach sagen, wir gehen ins nächste Level, nicht wahr?
Ja, mach doch weiter. Wollte irgendwie nicht weitermachen. Du ahnst es schon. Nein. Schritt 6 ist abgeschlossen. Okay, doch, ich hab's doch geahnt. Auf zum letzten Schritt. Teleport fallen. Könntest du das Spiel jetzt einmal durchspielen? Ja, okay, komm. Führen wir es nochmal durch. Etwas mehr Spannung. Wir brauchen Teleportfallen. Wie baut man jetzt aber eine Teleportfalle? Objekt einsetzen, zerstören, anziehen. Objekt teleportieren. Teleport Start Knotix. Zuerst mal verkleinern wir das Ganze. Plupp. Beginnen wir, indem wir die Form geben. Und zwar soll es rund werden. Kugel. Was soll teleportiert werden? Hier sollte nur Kugel aktiv sein. Gut, jetzt ist es verschwunden. Mit anderen Worten, betritt die Kugel die Zwischendimension, sollten wir dafür sorgen, dass sie an der Anfangsposition wieder rauskommt. Einen Teleportstartpunkt haben wir ja schon. Jetzt sollte es nicht groß überraschend sein, dass wir auch einen Zielpunkt benötigen. Fügen wir also auch ein Teleport-Zielknotix hinzu. Und lass mich raten, das verkleinern wir einmal und setzen es. Nein, verkleinern wir nicht. Wir setzen es nur an die Stelle, wo wir hinwollen. Pluff, dann sind wir wieder da oben. So, wir sollten es leichter erkennbar machen. Ein komplexes Objektknotix könnte uns dabei helfen, indem es einen Ring am Teleportpunkt platziert. Dazu nehmen wir ein komplexes Objekt und sagen Ring. Das setzen wir jetzt an die Stelle. Die Kugel wird also immer wieder zum Anfang geschickt, in einem endlosen Kreislauf. Ach, ein Ring ist dafür die perfekte Metapher. Der muss natürlich nur sichtbar sein, das ist klar. Es ist immer wichtig, die richtigen Eigenschaften auszuwählen. Jetzt müssen wir den Ring rotieren lassen, damit er an die richtige Stelle kommt. Auf der Z-Achse um 90 Grad. Ja. Ja, das sieht soweit ganz okay aus. Ja, gut, man soll natürlich auch im Spiel die Punkte selber nicht mehr sehen. Das ist klar. Der Spieler soll natürlich nicht sehen, dass da ein Objekt ist. So, aber waren an der Stelle schon drei Dinger übereinander. Das gefällt mir persönlich jetzt nicht so wirklich. So, das gucken wir uns natürlich wieder an. Klar sind die Sachen weg. Trotzdem funktionieren sie noch einwandfrei. Weil die Abfrage im Spiel bleibt ja gleich.
Teleporter kann man nie genug haben. Ich würde jetzt vom Gefühl her aus sagen, wir sollten die lieber gruppieren. Aber wir kopieren hier noch einige. Jetzt brauchen wir eine Menge Ringe. Die müssen natürlich auch richtig gedreht werden. Das wird komisch aussehen, denke ich. Nein, sieht nicht komisch aus. Warum auch immer. Ja, den Mumm dazu habe ich schon, aber die Steuerung ist etwas schwierig jetzt. Mit dem Ding hier in der Hand. Geht, wenn man ganz langsam und vorsichtig ist. Und auf zum letzten Schritt. Aber ihr seht schon, das Ganze wird tatsächlich deutlich chaotischer. Na, Schritt 8 für Hintergrundmusik. Okay. So, wir wollen natürlich Hintergrundmusik haben. Dazu brauchen wir ein Weltknotix. Das Weltknotix hier hat die Macht zu ändern, welche Form der Spielbildschirm hat und wie er aussieht. Lass uns einmal testen, indem wir die Textur des Bodens ändern. Metall. Ja, sieht schon gar nicht so schlecht aus. Ja, macht einen guten Eindruck, finde ich. Ein Hintergrundmusik-Knotix. Ist klar ein Ausgabe-Knotix. Logisch. Jetzt brauchen wir ein Konstant-Knotix. Das Konstant-Knotix mit dem Abspielen-Port verbinden. So, wie ändern wir die Musik? Ich finde, wir sollten eine ganz andere Musik spielen lassen. Wähle dazu das Musikstück. Beständig? Ja, ich habe gehört, dass sich das ändert. Du kannst Melodie, Hauptbegleitung, Nebenbegleitung, Rhythmus so kombinieren, wie immer es dir gefällt. Ich kann keine Gitarre hören, nicht wirklich. Gut. Nee, ich finde den Sound blöd, aber okay. So, wenn wir fertig sind, einfach fertig wählen. Reicht, können wir auch tatsächlich so lassen. Ja, ich bin fertig. Das ist okay.
Alles klar, dann lass uns einen Blick auf das fertige Produkt werfen. Er merkt aber tatsächlich, dass ich es so gelassen habe. Ja, alles gut. Das sieht schon recht chaotisch aus. Aber jetzt kommt erstmal wieder der Abspann. Klar. Und ich merke an der Stelle schon, wir müssen zusammen ein paar Sachen erarbeiten, die definitiv übersichtlicher werden. Ja, wir müssen uns Standards anlegen, mit denen wir arbeiten können, dass wir die Steuerung immer an einer bestimmten Stelle haben, dass wir Hintergrund, Musik und Weltgeschichten immer an einer bestimmten Stelle haben und solche Sachen. Also es ist schon wirklich was, was wir machen müssen, damit das Ganze übersichtlich bleibt, weil wir wollen ja nicht nur so einfache, simple Minispielchen erstellen, wir wollen ja richtig was erschaffen. Hoffe ich zumindest mal, dass das geht. Wir werden sehen, wie weit wir kommen werden. So, an der Stelle werden wir jetzt aber tatsächlich die Abschlussprüfung noch durchführen. Und gucken, was schief läuft in der Abschlussprüfung, in den Herausforderungen. Natürlich haben wir auch die Cola-Kugel programmiert, ganz klar. Oder sollen wir das in der nächsten Folge machen? Leute, ich denke, es reicht, ne? Die Abschlussprüfung rekapitulieren wir dann in der nächsten Folge. Machen wir es so, halten wir es so, wie wir es versehentlich in der ersten Folge gemacht haben. Ich danke euch erstmal dafür, dass ihr dabei gewesen seid. Das Hintergrundgedudel stelle ich wieder ab und ich sag nochmal, ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann hinterlasst doch mal ein Like und ein Abo. Netter Kommentar, wie das Spielestudio so in euren Augen ist. Ja, wäre natürlich auch ganz cool. Ich würde natürlich ganz gerne wissen, was ihr mit dem Spielestudio für Erfahrungen gemacht habt, was ihr vorhabt noch zu machen oder welche speziellen Erfahrungen ihr so sammeln konntet. Wir sehen jetzt gerade hier im Bild auch Anzahl der Spiele 2 von 66. Ihr könnt also 66 Spiele selbst erstellen. Ja, ist ja schon mal ein Detail, das mir eben nicht aufgefallen ist, aber 66 ist natürlich schon einiges. Gut, die Frage ist natürlich, was ist damit alles möglich? Wir werden es herausfinden. Danke, dass ihr dabei gewesen seid. In der Mitte seht ihr mein Kanallogo. Links und rechts seht ihr andere Möglichkeiten für andere Videos. Hier würde ich euch den RPG Maker zum Beispiel empfehlen wollen. Da könnt ihr eigene Rollenspiele erstellen. Das ist noch viel, viel mächtiger wahrscheinlich wie das Spielestudio hier. Aber wir werden sehen. Ich bin für heute raus und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Euer Big Frank von Big Frank Gaming. Ciao, ciao. Thank you.